willkommen zu einem neuen Video. Wir fahren jetzt nach Untermerzbach und holen dort eine Weihe ab. Ist noch nicht bekannt, was für eine Weihe, das werden wir später sehen. Das Interessante, ich war vor circa 2 Wochen schon hier, also ein paar Kilometer weiter, hinter Untermerzbach, und habe da eine Weihe geholt. Die wurde von Waldarbeitern gefunden, war recht schwach, hat aber noch was getrunken und ist dann, nachdem ich sie 2 Minuten in der Hand hatte, gestorben. War auch die Vermutung, dass die eventuell vergiftet wurde bzw. was Falsches gefressen hatte. Nun hatten wir Kontakt mit dem Leibniz-Institut in Berlin. Die untersuchen meistens Vögel unbekannter Todesursache. Allerdings haben die kein Interesse an Weihen. Wenn das jetzt ein Turmfalke gewesen wäre oder ein Waldkauz als Beispiel, dann hätten sie den Vogel untersucht. Bei der Weihe ist es anscheinend nicht interessant oder nicht wichtig genug. Das verstehe ich jetzt einfach mal nicht, warum man dem auch nicht nachgeht. Vor allem, weil es in Bayern häufiger jetzt zu Greifvogelvergiftungen kam. Das war allerdings eher Münchner Gegend, glaube ich. Also hier ist jetzt nichts bekannt, aber trotzdem, ich hätte es ja halt interessant gefunden, wenn man das mal untersucht hätte. Aber gut, wir sind jetzt trotzdem weiter am Suchen, ob da jemand eventuell diese Weihe untersuchen möchte, die wir da vor circa 2 Wochen gefunden haben. Aber bisher sieht das nicht so aus. Die andere Weihe, die wir jetzt abholen wollen, die wurde auf einem Feld eingefangen von der Finderin. Da hängt der Flügel und die ist eben nur komisch gehopst, hat sie am Telefon erzählt. Also schauen wir uns das jetzt gleich mal an und fahren mit ihr zum Tierarzt und der soll das Ganze dann mal einschätzen. Eventuell ist es vielleicht ein Flügelbruch oder irgendein Anflugproblem. Werden wir mal sehen. Wir haben die Wiesenweihe jetzt abgeholt, ist scheinbar ein Weibchen, zum Tierarzt gebracht und haben auch schon einen fauligen Geruch feststellen können. Das Gewebe um den Flügel herum ist nekrotisch. Am Flügel liegen mehrere Brüche vor und somit wurde die Weihe leider eingeschläfert, weil es da keine Möglichkeit mehr gab, das irgendwie zu reparieren. Vermutung vom Tierarzt ist auch, dass die Weihe schon über eine Woche mit dieser Verletzung draußen unterwegs war. Hätte man das Ganze eher gesehen, hätte man die eher gefunden, hätte man vielleicht noch was machen können. Aber in dem Fall leider nicht. Schade. Aber sowas kommt leider auch vor. Ein neuer Tag, ein neuer Vogel. Und in dem Fall... Oh, schläfst du gerade? Süß. Gerade hat sie noch, ist sie noch nicht geschlafen. Sie hat noch nicht geschlafen. Rabenkrähe, vermutlich. Auf jeden Fall noch Jungvogel, aber nicht mehr extrem jung. Man sieht es gut am Schnabel. Komm, stehst du mal kurz auf? Zeigst du dich nochmal schnell? Nee, okay. Dann... Vielleicht so später. Lass mal jetzt erstmal in Ruhe. So, jetzt war sie gerade mal wach. Da sehen wir sie. Kleine Krähe. Das Junge, erkennt man jetzt gut am Schnabel. Der ist breiter bei den jungen Krähen. Was ich ein bisschen komisch finde, dass der Schnabel nicht richtig schließt. Das sieht man da hier gut. Also die obere Spitze ist nicht genau symmetrisch auf der unteren. Ich bin jetzt kein Krähenexperte. Ich weiß nicht, ob sich das später noch verwächst. Wo man aber auch gut erkennt, dass es eine Junge ist, an den blauen Augen. Und jetzt fängt es gerade wieder richtig das Regnen an. Wir standen jetzt übrigens hier gleich vor einer Außenvoliere, in die diese Rabenkrähe dann auch gleich gekommen ist. Die Rabenkrähe hat sich jetzt gut entwickelt. Das ist jetzt circa 1 Monat her. Die wird jetzt auch demnächst rauskommen und da sehen wir überhaupt keine Probleme. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Wir haben das scheinbar weibliche Wiesenweinweibchen. Moment,